Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Requisitenjagd hier in Black Ops Cold War auf der Map, bin ich gerade lost, Miami. Die Runde steht bei 0-0, aber, Alter, guck dich mal mein Team an. Das ist wild und Snoop Dogg ist auch dabei, perfekt. Dann gucken wir auch gerade zu. Aber die Runde hat schon angefangen und ich bin einfach nicht gespawnt. Ich liebe dieses Spiel, wirklich. Liegt bestimmt an meinem Connect. Schieben wir es mal da drauf. Liegt bestimmt an meiner guten Internetleitung, weswegen das nicht geklappt hat und nicht am Spiel. Aber gut, dann gucken wir jetzt die erste Runde den anderen dabei zu. Wenigstens nicht verstecken, sondern suchen. Ist nicht ganz so schlimm, das zu verpassen. Ich hoffe natürlich, die safen das, weil guckt euch mal die Level an. Kennen wir jemanden davon? DeAngelo kommt mir irgendwie so bekannt vor. Im Gegnerteam jemanden, den wir kennen? Nee, fällt mir jetzt keiner spontan ins Auge. Naja, wir hoffen mal, dass sie das safen. Ich bin hier völlig bei Snoop Dogg. Der wird das holen. Ja, okay, Snoop Dogg ist vielleicht ein bisschen high heute. Das gucken wir uns mal lieber nicht an. Schauen wir mal lieber hier bei User 5525793. Wer von denen ist das mit dem höchsten Level? Ember Zombie. Der hier. Gucken wir dem doch mal zu und hoffen mal, dass wir hier Profi-Gameplay sehen. Ja, Leute. Es sind schon 20 Unterschriften bei der Petition, die ich gestartet habe. Und das freut mich auf jeden Fall. Aber das müssen natürlich, Leute, das müssen viel, 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 viel mehr werden. Heute habe ich es leider verkackt, beziehungsweise für euch. Gestern habe ich es leider verkackt, das Video pünktlich hochzuladen. Es tut mir mega leid. Ich hatte echt Probleme mit dem Internet. Zum ersten Mal in meinem Leben. Nein, zum ersten Mal seit meinem neuen Internet. Ich hatte aber auch irgendwie ein Problem mit der Videodatei. Also ich weiß gar nicht, ob es am Internet lag. Ich glaube, es lag sogar eher an der Videodatei. Irgendwie war die kaputt, keine Ahnung. Auf jeden Fall musste ich dann morgens schnell noch eine Runde aufnehmen und die mittags hochladen, damit ihr die noch sehen könnt. Das war das Video gestern. Heute pünktlich um 10 Uhr gibt es natürlich wieder die Folge Requisitenjagd. Und ja, ich kann euch nur noch mal darauf aufmerksam machen, die Petition zu unterschreiben, dass dieser Spielmodus bestehen bleiben soll. Wir wünschen uns das, denn es ist der beste Modus. Und den soll es auch wieder in Modern Warfare 2 geben. Also hoffen wir, dass es den da einfach gibt. Oder wir vielleicht mit unserer Petition irgendwie bewirken können, dass es ihn geben wird. Auch wenn wir dafür noch eine Menge Stimmen brauchen. Aber hey, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes, dass wenigstens überhaupt mal jemand sagt, hey Leute, wir wollen diesen Modus. Und deswegen würde es mich echt freuen, wenn ihr unterschreibt. So, jetzt genug Werbung für die Petition gemacht. Heute war Stream, also für euch gestern. Eben war Stream. Und wir haben zusammen StumbleGuys gespielt. Und es war so krass, so viele Leute haben noch nie in meinem Stream mitgemacht. Es waren am Ende des Streams noch 12 Leute da, die zugeschaut haben. Und die haben alle mitgespielt. Das war so krass. Wir haben einfach zu 12 StumbleGuys gespielt. Und da haben wir uns jetzt so entschieden, das öfters mal zu machen. Es gibt nämlich auch sowieso ein paar neue, Regeln ist das falsche Wort, aber ein paar neue Ansätze für die Streams. Und zwar wird ja immer sehr gerne Requisitenjagd gespielt. Und für mich ist das halt immer so, ich spiele halt immer Requisitenjagd, jeden Tag, für die Videos, für TikTok, für YouTube. Und für mich waren die Streams bei Twitch einfach so ein bisschen dafür da, mal genau das nicht zu tun. Ich verstehe aber dennoch, dass viele Leute sich das nun mal wünschen, ne? Weil es ist halt cool, wenn wir alle zusammen Requisitenjagd spielen und so, und das haben wir früher auch oft gemacht. Und ich mache das auch gerne weiter mit euch, und deswegen hatte Kobli die hervorragende Idee, quasi einen der drei Streaming-Tage in der Woche zum Call of Duty Black Ops Cold War Requisitenjagd-Tag zu machen. Das ist so bitter. Oh mein Gott, ist das bitter. Alter, ist das bitter. Und zwar den Donnerstag haben wir dazu ausgewählt. Donnerstags um 20.30 Uhr spielen wir jetzt immer zusammen Requisitenjagd. Jeder kann mitmachen. Vorausgesetzt, er hat mir vorher eine Freundschaftsanfrage geschickt, damit ich auch die Person in die Lobby lassen kann. Und ja, deswegen, so sieht's aus. Wir spielen dann meistens so drei Runden Requisitenjagd online und dann zocken wir noch so ein bisschen Private Games, entweder so ein Zerstören oder Waffenspiel, worauf wir halt gerade so Bock haben. Das haben wir früher auch immer so gemacht und diesen Tag wird es jetzt auf jeden Fall geben, weil viele Leute auch einfach gerne mitspielen wollen und gerne auch Requisitenjagd live sehen, und deswegen wird es jetzt immer Donnerstag 20.30 Uhr Requisitenjagd geben. Für die anderen zwei Tage, Dienstag und Sonntag,
ist das Ganze so geplant, dass ich da mache, was ich will quasi, ja. Ich quatsche mal ein bisschen mit euch und dann zocken wir irgendwelche Spiele, zum Beispiel jetzt wie gestern Stumbleguys, ja. Alle zusammen Stumbleguys gespielt, war mega cool, war mega lustig, oder wir spielen mal Fall Guys, oder wir spielen andere Spiele, auf die ihr Bock habt, ja, oder ich gucke in Spiele im Game Pass rein, oder grundsätzlich in neue Spiele, in die ich mal reingucken will, dazu nutze ich so ein bisschen die anderen beiden Streams. Ich weiß, dass da natürlich nicht ganz so viele Leute teilnehmen, wie wenn ich jetzt Requisitenjagd bringe, aber ich habe schon oft gesagt, mir geht es nicht so darum, dass krass viele Leute zugucken oder jetzt, viele Spenden kommen oder irgend so ein Kram, sondern mir geht es um den Spaß an der Sache. Und mir macht das halt auch einfach Spaß, andere Sachen zu machen. Und ich verstehe, dass sich viele Leute nur für Requisiten-Act interessieren. Das ist auch vollkommen okay so. Aber diese zwei Tage bei Twitch wenigstens nutze ich halt ein bisschen, um andere Sachen zu machen. Der Kanal hat sich jetzt auch schon ein bisschen verändert. Aktuell kommen 4 Videos am Tag. Requisiten-Act wie immer 10 Uhr, das wird sich auch niemals ändern. Also es gibt irgendwann kein Requisiten-Act mehr, dann natürlich schon. Um 14 Uhr kommt eine Runde Stumbleguys. Da spiele ich so lange, bis ich daran auch den Spaß verliere. Dann wird ein anderes Spiel kommen. Zum Beispiel habe ich jetzt dieses, haben wir gestern im Stream angespielt, dieses neue Golf Rush oder so, oder Rush Golf oder wie das heißt. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus, hier, wie hieß das Spiel auf der PlayStation damals nochmal, was es zum PS4-Release gab. Ich glaube, nee, gab es das zum Release oder? Keine Ahnung, das hatte auf jeden Fall irgendwie jeder, der dann eine PS4 hatte. Wie hieß das denn nochmal? Rocket League, genau. Ist so eine Mischung aus Rocket League und Golf. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ich war bis jetzt auf jeden Fall sehr schlecht, aber das kann sich ja noch ändern. Vielleicht werde ich das auch mal als Format bringen. Das löst dann halt zum Beispiel Stumbleguys ab. Also das ist so ungefähr dieser Slot um 14 Uhr, wo solche Sachen kommen. 18 Uhr kommen dann Story Games, aber normale Story Games, jetzt kein Horror oder so, sondern ganz normale Story Games oder, keine Ahnung, vielleicht bald auch mal wieder ein Point-and-Click. Mal schauen. Und um 21 Uhr der Slot, da kommen dann Horrorspiele. Aktuell Martha is Dead, sind jetzt leider 2 Folgen ausgefallen. Es tut mir mega leid. Ich habe es einfach nicht mehr geschafft, die noch aufzunehmen. Ich nehme jetzt die Folgen noch auf oder morgen früh spätestens. Wahrscheinlich eher morgen früh, weil es ist übel heiß hier. Und das heißt, heute Abend um 21 Uhr kommt dann auch die 5. Folge. Tut mir leid, dass jetzt 2 Folgen, also 2 Tage ausgefallen sind. Aber es ging halt leider nicht anders. Ja, ich habe mir da ein bisschen viel mit vorgenommen. 4 Videos am Tag, aber ich ziehe das durch. Auch einfach, weil ich Spaß daran habe und mich freue. Ich habe so viele Kommentare gekriegt von Leuten, die sich da so drüber freuen, dass jetzt nochmal ein paar andere Spiele noch kommen und dass ihnen auch die 2 Spiele, die aktuell kommen, sehr gefallen. Und ich habe schon immer gesagt, selbst wenn sich das nur einer anguckt und Spaß daran hat, ist mein Zweck schon erfüllt, dass ich jemanden unterhalten habe. Und das macht mir einfach Spaß. Und deswegen wird es auch weiter so auf dem Kanal hier gehen. Wie gesagt, euer Requisitenjagd-Video. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Kann nicht sein, dass er es geschafft hat, abzuhauen. Oh mein Gott, es kann nicht sein, dass er das geschafft hat. Das macht mich gerade fertig. Das macht mich gerade wirklich fertig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich gesagt habe, wo ich stehen geblieben war. Jetzt bin ich völlig raus. Naja, Leute, auf jeden Fall, ihr wisst Bescheid. Es wird weiterhin solche Videos geben und es freut mich, dass das bei euch auch gut ankommt. Ja, aber wie gesagt, an Requisitenjagd wird sich nichts ändern, das kommt jeden Tag. Ey, komm schon. Hm. 2 Optionen, hier lang oder hier lang. Und hoffen, dass er glaubt, er kann hier lang gehen. Aber wie es aussieht... Doch. Hatte ich einmal in meinem Leben recht. Mit was? Jetzt komm schon. Das ist er nicht. Geil, wie er es halt einfach echt wieder geschafft hat. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Wie schaffen die das, mich die ganze Zeit auszutricksen? Oh mein Gott. Das ist ja so bitter. Das kann doch nicht wahr sein. Die haben es echt geschafft. 2 Stück. Die können doch jetzt nicht 3-0 gewinnen, Leute. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, ich werde jetzt gleich auf jeden Fall noch eine Runde Stumbleguys aufnehmen. Hä? Erzählt mir doch nichts.
Woher kam der Pfiff? Eventuell von da oben. Nö. Okay, sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter, dass wir die jetzt nicht finden. Wir müssen die finden, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Gut, auf jeden Fall. Da war er. Ich hab ihn. Das lasse ich nämlich nicht auf mir sitzen. Das Problem ist, wir brauchen immer noch einen. Und wir müssen den kriegen, denn sonst verlieren wir 3-0 und das wäre sehr bitter. Das wäre wirklich sehr bitter. Ja, also ich wollte sagen, ich nehme jetzt gleich noch eine Runde Stumblegeist auf. Für morgen und ich glaube, Martha is dead. Mal gucken, nehme ich gleich noch Martha is dead auf? Ich hätte eigentlich sogar schon Bock, das Spiel weiterzuspielen. Aber vielleicht verschiebe ich es auch auf morgen, weil es ist echt so heiß. Wobei, nee, morgen früh wollte ich weg. Werde ich es wahrscheinlich heute noch machen. Ich guck mal. Das entscheide ich gleich spontan. Auf jeden Fall wird es für euch heute Abend eine neue Folge geben. Denn bis dahin habe ich auf jeden Fall einen aufgenommen. Das kann nicht sein, wir verlieren ernsthaft 3-0. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. No way. Oh mein Gott, in der letzten Sekunde wäre es der Boss, Alter. Ich weiß es nicht. Das war zu gut. Das war einfach zu gut, sorry. In der allerletzten Sekunde noch weg. Weggeballert. Sehr geil. Jetzt können wir uns wenigstens nochmal verstecken. Die werden uns aber wahrscheinlich alle finden. Boah, bleibe ich das? Kam eben auf eine Idee. Hier so rein, aber das... Da kann man sich halt nicht draufstellen, da oben. Das ist zu hart belastend. Ich gehe wieder in das Versteck hier. Ich probiere es. Mist, jetzt schaffe ich das wieder nicht. Wie habe ich das letztes Mal gemacht, dass das geklappt hat? Da hat es nämlich geklappt. Ich weiß, dass es geht. Okay, ich probiere es. Und wir sind, glaube ich, sogar wieder das gleiche Item wie letztes Mal, ne? Glaube, ja. Frage ist, wie stelle ich mich so, oder? Soll ich mich lieber so stellen? Ne, so sieht man mich von da eher als so, finde ich. Okay, wir probieren's. Alter, fällt das nur mir auf oder sieht das da hinten auf dem Bild Wizard Zoo dezent seltsam aus, dieser Elefantenkopf? Ey, bitte. Nein, bitte. Nein, das kann nicht. Das kann nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das bitter. Das ist ja so bitter. Oh, Leute, was mache ich jetzt? Ich muss hier einfach weg. Hey, was? Wie konnte der so schnell schon wieder hinter mir sein? Yo, er ist mir direkt hinterher, als ob der das gesehen hat. Unglaublich. Egal, mein Job in dieser Folge ist erfüllt einfach in dieser Runde, meine ich, mit dem Kill eben in der letzten Sekunde. Sorry, aber dafür müsst ihr ein Like da lassen. Ohne Witz, der war ja zu wild. Der war zu wild, aber jetzt habe ich leider das Gefühl, dass diese unsere letzte sein wird. Naja. Ist ja auch nicht so dramatisch. Ember Zombie. Ember Zombie war der mit dem hohen Level, ne? Da habe ich einmal Leute mit... Oh, die sind ja alle gelieft. Geil. Da habe ich einmal Leute mit hohem Level in der in meinem Team und dann reißt keiner von denen was. Das ist wieder typisch. Als ob die ihn gerade alle nicht sehen. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich jetzt bitter. Vor allem, es lebt noch ein anderer. Ember Zombie ist der noch lebt. Mal gucken. Ah, 1 Minute 40. Oh je, und die sind beide direkt bei ihm. Zu dritt sogar. Ah, die sehen ihn nicht. Ich habe aber schon wieder vergessen, was da ist. Das leider ja auch nicht sehen. Boah, diese Kohlensäuregetränke während dem Aufnehmen ist einfach jedes Mal der gleiche Fehler. Aber ich mache ihn immer wieder.
Oh je, okay, die haben ihn alle nicht gesehen. Ist der einer von den Bänken? Eine von den Bänken, meine ich. Nee, der war irgendwas anderes. Ah, der war so ein Ding. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ja, bitter. Bittere Runde. Das sehen wir hier. Oh. Okay. Okay. Ja, das war eine sehr bittere Runde. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, Daumen hoch. Schreibt mal, wie ihr das mit den neuen Streaming-Zeiten findet. Ja, die Zeiten sind ja gleich, aber ihr versteht, was ich meine. Dass wir jetzt so einen Requisitenjagdtag machen. Ich hoffe, das findet ihr ganz cool. Wie gesagt, ihr könnt da alle gerne mitmachen. Jetzt gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Petition, erster Link in der Beschreibung und Kanal abonnieren, um mich zu unterstützen. So Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. I'm like, hey, what's up, bro? See my truck.